Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung hier auf Modbox. Ja, meine Lieben, der Axel ist wieder start. Alli, hallo, hallöchen. Und ich stelle euch heute mal wieder einen, ich finde durchaus interessanten und schönen Mod vor. Dazu, meine Lieben, gehen wir natürlich auch gleich mal in den Händlerbereich und ihr findet den Mod unter einer eigenen Kategorie und zwar FMX-Mod heißt das Ganze, beziehungsweise ist hier so beschrieben. Und da schauen wir einfach mal rein und dann seht ihr schon, es ist ein Volvo-Pack mit verschiedenen LKWs, so wie wir es hier sehen. Zum einen haben wir da einen komplett mit Mulde, wollen wir es mal nennen, hinten. Und hier unten seht ihr, was das Ganze laden kann. Man muss dazu sagen, wenn wir jetzt hier reingehen, es ist natürlich von der Auswahl her dezent suboptimal. Man kann jetzt hier nicht irgendwie Farbe auswählen oder Anbauteile oder sonstiges. Das ist, wir haben zwar einen Beifahrer dabei, aber ja, okay. Das dazu, dann haben wir einen mit Plateau. Da haben wir gesehen, wenn wir hier unten nochmal hingucken, da steht jetzt noch nichts da. Es kann sein, dass man damit Ballen laden kann oder nicht. Dazu kommen wir aber gleich später, denn da gibt es noch was zu sagen. So, dann haben wir einen Volvo mit Auflieger, also beziehungsweise hinten mit Ladebritsche. Man kann natürlich auch einen Auflieger ankuppeln. Wir sehen hier hinten das Zugmaul und wir haben hier oben einen Kran dran, ne? Einen Ladearm, je nachdem, wie ihr es bezeichnen wollt. Aber das Ganze natürlich auch wieder mit Beifahrer. Wie ihr seht, wir können hier wirklich nichts extra auswählen. Ist leider nicht so schön, aber gut. Es ist natürlich erstmal die Version 1.0. Vielleicht kommt dazu noch etwas mehr. Ihr seht, wir haben hier wieder auch mit Mulde Fassungsvermögen 13.500 Liter und mit 500 PS. Und dann haben wir noch einen Betonmischer, kann man sagen. So, das Ganze fast 27.000 Liter. Das Witzige hier daran ist, dieser kann natürlich auch all das hier laden. Wie das dann im Endeffekt aussieht, weiß ich nicht. Könnt ihr natürlich sehr gern probieren, meine Lieben. Und aber wir wollen nicht lang schnacken, wir schauen uns das Ganze mal live und in Farbe an. Ja, da stehen sie, die Guten, natürlich die Beifahrer sitzen schon drin und warten auf uns. Wir schauen jetzt einfach mal so durch. Man muss sagen, optisch mäßig kann man jetzt hier nicht meckern. Es ist schon gut, wenn man jetzt hier vorne hinschaut, das glitscht ein bisschen durch. Das ist aber kein Problem, das kann man noch beheben. Das ist nicht so schlimm. Wie gesagt, es ist auch die erste Version. Demzufolge, wenn hier noch eine Weiterentwicklung stattfindet, denke ich mal, kann das alles noch gefixt werden. Auch so, texturenmäßig, wenn man es jetzt anblendet, sieht es in Ordnung aus, kann man nicht meckern. Reifen sind gut gemacht hier unten. Gut, okay, da ist es ein bisschen pixelig. Da wird es schon nochmal drüber gehen, die Plaste, okay. Passt auch soweit und im Großen und Ganzen ist es schon annehmbar. Wir gehen allerdings einmal hier zu diesem LKW, setzen uns natürlich mal rein und schauen uns das Innenleben an. Das Innenleben ist soweit bei jedem LKW gleich, kann ich euch sagen. Können wir nachher auch gerne nochmal in einen anderen reinspringen. Hier vom Cockpit her sehen wir schon die Texturen. Also man muss sagen, es springt einen schon irgendwo an, aber jetzt nicht im positiven, sondern eher im negativen Teil, finde ich persönlich. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden, aber wenn wir jetzt hier hochschauen, das finde ich, sollte nochmal überarbeitet werden. Das Ganze hat leider Gottes auch keine IC-Steuerung. Die Spiegel funktionieren. Wir haben hier einen Beifahrer und, meine Lieben, wenn wir jetzt nochmal C drücken, springen wir auf die Beifahrerseite. Es kann sein, dass man, wenn man jetzt zu zweit bei dem LKW, dass man schon ein Beifahrerskript drin hat. Das ist jetzt hier aus der Beschreibung nicht herauszulesen. Deswegen kann man das einfach mal probieren. Und wenn wir dann wieder C drücken, dann sitzen wir wieder im Fahrerbereich. So. Jetzt, meine Lieben, machen wir das Ganze einfach mal an. Wir haben jetzt hier den Kran. Den Kran könnt ihr mit der Maus steuern. Könnt ihr einmal so drehen und hoch und runter machen. Des Weiteren können wir auch diesen Arm schwenken. Und was wir auch machen können, wir können den Auslieger ausfahren. Und wie ihr seht, es ist schon mächtig gewaltig, wenn man jetzt hier mal so rumschwenken, hoch und runter, rein und raus. Also das ist die Maximallänge, um den Auslieger rausfahren können.
Und also ich muss sagen, das ist schon, oh, holla die Waldfee, ne? Ist schon nicht verkehrt. So, machen wir das Ganze mal wieder ein. Wenn jetzt irgendwo mal was zu bergen ist oder so, finde ich, ist das schon ein gutes Gefährt. So, machen wir, klappen wir wieder zusammen. Und wartet kurz. So, das Ganze wieder runter. Drehen mal hier so rum. Und dann denke ich mal, sieht das schon gut aus. Wenn wir allerdings jetzt hier nochmal durchseppen, können wir auch mit der Maus die Seiten öffnen, meine Lieben. Hinten an der Seite, na, könnt ihr wunderbar klappen und auf und zu. So, machen wir hier erstmal wieder hoch. So. Genau, wunderbar. Sehr, sehr schön. Vom Klang her hört das ja schon. Es ist jetzt ja der normale LKW-Sound. Wir können natürlich, wir drehen gleich mal. So, wir machen mal hier. Und ihr hört, vom LKW-Sound her hat sich da jetzt nichts geändert oder sonstiges. Und das Piepen ist natürlich auch beim Rückwärtsfahren mit verbaut. Na, ist ganz klar. Da dazu kann man auch mal einen LKW anfahren. Es entschuldigt Leute, dass das mal passiert. Um Gottes Willen, wir haben neue LKWs und machen gleich Schaden. Aber es kann natürlich mal, ne, es kann in jeder Vorstellung kann mal ein kleines Malheur passieren. An sich, alles in allem, muss man sagen, es ist schon was Schönes. Wir gucken uns nochmal die Lichter an. Die funktionieren, wie ihr seht, also Aufblendlicht, holla die Waldfee. Ne? Wenn wir jetzt hier oben die extra Scheinwerfer anhaben, ist schön mächtig gewaltig. Wir sehen natürlich auch hinten, das funktioniert alles. Wir machen mal die Blinker an. Einmal auf der linken Seite, das funktioniert hinten wie vorn. Ebenfalls rechts funktioniert das auch wunderbar und die Warnblinkanlage funktioniert ebenfalls. Das ist bei jedem LKW dasselbe und die Rundumleuchten, seht ihr hier, funktionieren wunderbar. Kann man nicht meckern. Man muss natürlich eins, darf man nicht vergessen und das bringen wir jetzt gleich noch mit an und zwar ist das die Lok, meine Lieben. Wir haben hier, so schön wie es auch ist, wir haben hier leider ein paar Fehler drin. Einmal haben wir mit dem Füllvolumen einen Fehler und das kann natürlich sein mit dem, mit dem Pritschenaufbau, dass es da fehlt. Da muss man sagen, das sollte definitiv noch behoben werden vom Modder, denn sonst ja, ist es schon ja, suboptimal, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Wenn dann richtig und nicht nur halbherzig. Und ansonsten gibt es noch ein paar kleine Fehler, was die Leerzeichen angeht in der Moddesk bzw. in der XML. Und da einfach nochmal drüber schauen. Und ansonsten, meine Lieben, ja, entscheidet selber, ob ihr euch den Mod laden wollt oder nicht. Wie gesagt, er macht kleine Fehler. Habt ihr gerade gesehen hier in der Lok. Zeige ich euch nochmal. Und ansonsten, vom Optischen her, kann man es definitiv empfehlen. Deswegen war es das auch schon wieder für heute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt, wie ihr den Mod findet. Wer Modbox noch nicht abonniert hat, kann das natürlich auch sehr gerne tun. Und ich sage erstmal Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.